Herzlich willkommen zur heutigen Pressekonferenz, zur ersten Pressekonferenz der neuen Saison, zum Spiel HBW Balingen-Wallstätten, HSV Hamburg, Endstand 32-29, Halbzeit 18-14. Zur Pressekonferenz begrüße ich den Gästetrainer Thorsten Toto Jansen, unseren Trainer Jens Bürkle und unseren Geschäftsführer Wolfgang Schrobel. Euch beiden herzlichen Glückwunsch zum Sieg. Thorsten, ihr seid hierher gefahren, ihr habt gewusst, was auf euch zukommt. Ich denke, deine Mannschaft hat sich trotzdem sehr gut verkauft, oder wie siehst du das Spiel? Ja, ganz genau. Also ich bin erstmal froh, wieder hier zu sein in Balingen. Lange Jahre sich viele Duelle geliefert und mitunter ja auch hitzige Sachen. Jens wird sich erinnern können, Wolfgang auch. Alles vergessen. Nein, das ist schön, jetzt mal auf der anderen Seite zu stehen als Trainer. Das ist mal eine ganz interessante Erfahrung. Und sich mit dem Kollegen auszutauschen. Und das möchte ich mir mal in den Vordergrund stellen. Ich freue mich immer, hier zu sein, auch wenn wir jetzt heute verloren haben. Ich sage Glückwunsch zum verdienten Sieg. Das war über das ganze Spiel, habt ihr geführt und das dann auch teilweise relativ deutlich. Im Handball kann man ja nicht immer davon von deutlichen Führungen sprechen, weil die auch schnell wieder mal weg sind. Aber ja, ich glaube, um mal auf das Spiel zu schauen, es ist ja immer, warum verliert man ein Spiel, warum gewinnt man ein Spiel, das ist ja nie monokausal, sondern das hat ja immer viele Faktoren eine Rolle. Und wir haben, glaube ich, viele Dinge heute in der ersten Halbzeit in der Abwehr nicht so ordentlich gemacht, wie wir es uns eigentlich vorgenommen hatten. Haben da von vorne ordentlich und sauber gespielt. In der zweiten Halbzeit war das dann umgekehrt. Und ich glaube, Jens hat die Statistik da wahrscheinlich genauer geführt als ich. Ich glaube, wir haben den einen oder anderen technischen Fehler zu viel gemacht, haben auch im Torabschluss waren wir da nicht effektiv genug, beziehungsweise sind am gegnerischen Torwart gescheitert, der ein ordentliches Spiel gemacht hat, wie ich finde. Und das in der Summe führt dazu, dass Balingen das Spiel verdient gewonnen hat. So. Thorsten, vielen Dank. Jens, 32-29, du hast vor Hamburg gewarnt, ich glaube zu Recht gewarnt. Die haben sich hier tatsächlich sehr, sehr stark als starker Aufsteiger präsentiert. Ja, absolut. Ich habe gestern was gelesen von Martin Schwalb. Da war die Frage, was möchte er von der Überschrift lesen? Und er sagt, Hamburg ist Bundesliga-tauglich. Als mein Siegel habt ihr. Ich muss sagen, das war heute schon ein sehr guter Auftritt. Hamburg macht das super gut, was die kleinen Dinge betrifft. Sehr, sehr schnell im Rückraum, gute Kreuzungen, schnell. Und es war heute wirklich sehr, sehr unangenehm für uns große Jungs da dagegen zu spielen. Und auch wenn man es nach einer Niederlage nicht gern hört, trotzdem ein Kompliment. Das war, glaube ich, sehr, sehr gut. Zu meinen Jungs, ich bin heute sehr zufrieden, weil diese unangenehme Art zu spielen, wir gut bespielt haben. Wir hatten ein paar Leute, die wirklich herausgestochen haben. Ich glaube, Otto Gretason hat heute ein Riesenspiel gemacht mit 12 Würfen, ohne einen einzelnen Fehlwurf. Das ist natürlich schon aller Ehren wert. Und was mich vor allem freut, dass alle erfahrenen Jungs hier heute voranmarschiert sind. Es ging im Tor los, es ging bei Lars weiter. Na, der vor zwei Wochen einfach nicht einsatzfähig war und heute hier 5 Tore schießt und kaum Fehler macht, der auch eine riesen Trainingswoche schon hatte, meine beiden Kreisläufer super marschiert und Benny Meschke und Manni die wichtigen 7 Meter rausgeholt in Phasen, wo es vielleicht doch nochmal hätte kippen können, wie es Toto schon sagt. Ich glaube, wir waren die ganze Zeit vorne, 4-5 Tore, aber irgendwie hatte man immer so eine Restangst, du wahrscheinlich eine Resthoffnung, dass hier doch was gehen kann. Und so hat es sich für mich auch angefühlt und wir haben immer wieder in diesen kritischen Momenten wirklich auch Führungsqualität von den Jungs hier auf dem Feld gespürt und bekommen und dafür ein großes Kompliment und deshalb glaube ich auch, dass der Sieg zum Schluss verdient war, auch wenn ich immer ein bisschen gezittert habe innerlich. Jens, vielen Dank. Wolfgang, dann darf ich dich auch noch um deine Spielzusammenfassung bitten. Zu dir noch, wir hatten Mitte der Woche Angst, dass die Halle nur halb voll wird. Jetzt hat es doch noch richtig funktioniert heute Abend. Bist du zufrieden mit dem? Ja, einen schönen guten Abend. Ich hatte richtig Respekt vor dem Spiel heute. Zum einen, weil wir
Hamburg natürlich letzte Woche nicht gesehen haben oder sie letzte Woche noch nicht gespielt haben im Ligaspielbetrieb, und zum anderen, weil man einfach als Aufsteiger in so ein Spiel mit einer großen Euphorie, sie haben letztes Jahr ja fast kein Spiel verloren, reingeht und einfach durch diese junge, unbekümmerte Art der Spieler plus ein, zwei erfahrene Jungs ist das, was Jens auch gesagt hat, immer eine sehr unangenehme Sache, aber deswegen hatte ich persönlich auch echt riesen Respekt davor. Bin froh, dass wir das Spiel gewonnen haben und dass wir auch immer in der Schlagdistanz waren. Und ich glaube, das war ganz, ganz wichtig, dass wir die hatten, um am Ende dann das Ding auch zu ziehen. Ich war letzte Woche mit dem Spiel in Schwartau sehr zufrieden. Wir haben nicht gewonnen. Heute bin ich nicht ganz zufrieden, wie das Spiel gelaufen ist. Wir haben zwei Punkte. Ich glaube, jeder kann sich vorstellen, was mir lieber ist. Wir sind einfach froh, dass wir die Punkte haben. Und ich glaube, was wirklich für uns drumherum ganz wichtig ist, dass wir es geschafft haben, heute über 2100 Zuschauer noch in die Halle zu bekommen. Heinrich, du hast richtig gesagt, es war Mitte der Woche, sah es noch nicht so gut aus. Und das ist wirklich, und ich glaube, jeder, der da war, hat sich darüber gefreut, dass er gekommen ist, und darf natürlich gerne wiederkommen. Danke. Wolfgang, vielen Dank für dein Fazit. Soweit die zwei Trainer und unser Geschäftsführer. Gibt es Fragen von Seiten der Presse? Dem scheint nicht so zu sein. Dann möchte ich die heutige Pressekonferenz beenden. Hab noch zwei Ergebnisse. Hamm Westfalen gegen Großwallstadt 30-26. Rhein Vikings gegen Coburg 25-25. Ich wünsche euch gute Heimfahrt und alles Gute im Verlauf der Saison. Mit der Leistung seid ihr nächstes Jahr mit sicher auch wieder in der Liga. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal.